An diesem späten Nachmittag sind ganz besondere Menschen in der Waldsitzenheimer Bachschmiede zugegen. Der Anlass: ein Festabend, um Menschen auf die Bühne zu holen, die sich für Menschen einsetzen, ehrenamtlich. Also das Ehrenamt bedeutet für mich, meine Freizeit dafür zu nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Wie schaut es bei dir aus? Da kann ich mich anschließen. Also für mich bedeutet das Freiwilligkeit auch eben für andere da sein, besonders im Rettungsdienst. Ehrenamt ist für mich ganz wichtig, weil das einen Zusammenhalt in der Gemeinde gibt, ob es jetzt Sportvereine sind oder ob es auch die Traditionsvereine sind, ist ganz wichtig für uns. Und die Kameradschaft gehört dazu, alles, was halt dran hängt. Und das gehört halt einfach her, dass einmal die Leute wiedergeholt werden, die wirklich viel für die Sachen tun. Und das sind im größten Dorf Österreichs eine bedeutende Zahl. Von mehreren Tausenden, die in der Gemeinde im Ehrenamt tätigen Personen, sind es heute über 60, die von Bürgermeister Andreas Hasenöhrl für unterschiedlichste Leistungen ausgezeichnet werden. Ich glaube, Ehrenamtliche sind das Salz in der Suppe. Ohne Ehrenamtliche geht eigentlich gar nichts. Das kommt man gar nicht dazu, was Ehrenamtliche in allen Bereichen für uns leisten, für die Öffentlichkeit. So wird seit 2015 von den Gemeindeverantwortlichen Dank ausgesprochen. Denn ohne die vielen Freiwilligen würde eine Gemeinde wie Waldsitzenheim nicht funktionieren, so der Gründer dieser Veranstaltung. Ganz wichtig, und ich habe gesagt, wir haben nicht mehr gehabt die Sportlehrungen. Ich habe gesagt, die anderen müssen wir auch einmal ins Rampenlicht stellen. Die Blaulichtorganisationen, alle Traditionsvereine, die sind immer ein bisschen zu kurz gekommen. Und so war das damals die Idee. Jetzt hat sich das ganz gut arriviert, glaube ich, und ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Gemeindeleben. Und auch drei Ehrenringe werden vergeben. Eine der höchsten Auszeichnungen, die in einer Sitzung der Gemeindevertretung beschlossen werden muss, und an Dr. Wolfgang Kalis, Magister Ernst Ofner und an Ortsfeuerwehrkommandant außer Dienst Johann Berger überreicht werden. Letztgenannter kann sich ein Leben ohne Ehrenamt überhaupt nicht vorstellen. Wenn man jetzt gar nichts da hat, außer nur die Arbeit oder meine Familie, ist auch ganz wichtig. Das ist in erster Stelle, weil die Frau muss auch einverstanden sein oder die Familie. Aber ohne Ehrenamt konnte man sich das nicht vorstellen. Irgendwie. Das ist, da geht was an, wahrscheinlich. Die ganze Gemeinschaft und wie gesagt, das gehört zum Leben dazu.